7 Spiele, 6 Siege, keine Niederlage. Bayer Leverkusen spielt aktuell nahezu perfekten Fußball. Aber wie machen sie das eigentlich? Wie spielt eigentlich die beste Mannschaft der Bundesliga? Beziehungsweise, wenn man sich die Punkte pro Spiel anguckt, sogar die beste Mannschaft Europas. Das Team von Xabi Alonso spielt aktuell so gut, so souverän, dass eben jener als Favorit auf den Job bei Real Madrid nächstes Jahr gilt. Und er hat in kurzer Zeit das geschafft, an dem sich viele Trainer jahrelang die Zähne ausbeißen. Die perfekte Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Mit Ball und ohne. Schauen wir zuerst auf mit Ball. Was machen die eigentlich in Ballbesitz? Auf dem Papier spielen sie quasi immer ein 3-4-3. Auf dem Platz sieht das Ganze mit und ohne Ball etwas anders aus. Was man häufig sieht, ist dann vor allem in der frühen Phase des Spielaufbaus und bei einem geordneten Gegner eine asymmetrische Formation. Zwei der drei Innenverteidiger bleiben hinten, der rechte Innenverteidiger wird zum Rechtsverteidiger und während Frimpong bis auf Höhe von Boniface, also ganz nach vorne geht und im Grunde ein Flügelstürmer ist, bleibt sein Gegenüber Grimaldo deutlich defensiver. Zumindest erstmal im Spielaufbau. Später sieht das dann auch anders aus. Wie will man das nennen? 2-4-2-2 von mir aus. In manchen Szenen sieht man sogar eine Art 2-4-4. Und wenn Grimaldo dann auch noch mit nach vorne geht, vor allem im letzten Drittel, dann ist das auch mal ein 3-2-5. In der Regel wird dann kontrolliert und geordnet von hinten rausgespielt. Und das auch meistens erstmal über die Innenverteidiger. Ein Muster, was man dabei eigentlich ständig sieht bei Leverkusen, ist das sogenannte Spiel über einen Dritten. Das heißt, Spieler 1 hat den Ball, es gibt Spieler 2, aber anstatt den Ball von Spieler 1 zu Spieler 2 direkt zu spielen, wird der Weg über einen dritten Spieler gesucht. Der dritte ist dann quasi sowas wie eine Übergangsstation. Im Fall von Leverkusen bestimmt dieser dritte Spieler, in dem Fall Granit Xhaka, ob er den Ball direkt wieder nach hinten gibt. So wie in dieser Szene, passiert dann meistens, wenn er Druck bekommt. Bekommt er keinen Druck, wie ein paar Sekunden später, wird sich aufgedreht und der vertikale Pass gesucht. Und so kann Leverkusen auch einen hochstehenden Gegner schnell mal ausspielen und kommt auch eben schnell auf direkte Weise durch die Abwehr rein. Generell ist in Ballbesitz aber sehr viel Bewegung drin und gerade Florian Wirtz und Jonas Hofmann haben sehr viele Freiheiten. Die pendeln eigentlich ständig zwischen Angriff und Mittelfeld hin und her. Beim 1:0 gegen Köln sind sie beide in der Entstehung im Mittelfeld beteiligt. Auch hier sieht man wieder den Direktpass nach hinten von Hofmann, aber auch das Aufdrehen und den Pass nach vorne von Florian Wirtz und am Ende sind sie vor Vorlagengeber und Torschütze im gegnerischen Strafraum. Und da sind wir auch schon direkt bei der wichtigsten Eigenschaft von Leverkusen, dem Kurzpassspiel. Niemand in der Bundesliga spielt mehr kurze Pässe, niemand in der Bundesliga spielt weniger lange Pässe. Keine Mannschaft passt insgesamt so viel wie Leverkusen. Bayern kommt in die Nähe, aber guckt euch mal den Abstand zu Platz 3 an. Niemand passt vor allem präziser als Leverkusen. Das alles passiert mit wenigen Ballkontakten. Man sieht viele kurze, direkte Pässe, meistens diagonal durch die Abwehrreihen des Gegners und vor allem, wie gesagt, mit dem Mut, durchs Zentrum zu spielen. Dabei ist ein Spieler sehr schnell sehr wichtig geworden, und zwar Granit Xhaka. Der ist meistens derjenige, der die Bälle eben durch die Linien spielt, nach vorne. Nur Joshua Kimmich ist in der Bundesliga mit ihm auf Augenhöhe, wenn es um raumgewinnende Pässe und Pässe ins Angriffsdrittel geht. Übrigens, Edmund Tapsoba, auch in beiden Statistiken weit vorne mit dabei. Das klingt jetzt alles viel nach Tiki-Taka, Ballbesitzfokus. Und das ist es auch, mehr vor allem als letzte Saison, aber eben nicht nur. Stichwort Balance. Wenn Leverkusen den Ball erobert und sie merken, aha, der Gegner ist unsortiert, dann wird blitzschnell umgeschaltet. Meistens 5 Spieler ziehen Sprints an. Hier zum Beispiel wird sich gleich Hofmann nicht mit in die Spitze einschalten, weil Granit Xhaka es macht und sonst haut das mit der Restabsicherung nicht hin und so weiter. Aber dann wird mit viel Tempo direkt nach vorne gespielt und auch eben schnell der Abschluss gesucht. Abschließend habe ich noch eine Szene gegen die Bayern dabei, die Leverkusen wirklich sehr gut zusammenfasst in Ballbesitz und noch ein weiteres Muster zeigt. Nach Balleroberung versucht Tapsoba erstmal das Spiel schnell zu machen, Konter einzuleiten. Er hat aber keine Möglichkeit, in die Tiefe zu spielen, Umschaltmoment ist verpufft, er dreht ab. Hofmann versucht dann, Grimaldo mitzunehmen. Auch der versucht das Spiel schnell zu machen, aber auch das verteidigen die Bayern gut. Der Ball geht wieder hinten rum, Tapsoba lässt sich wieder fallen, der Ball wird mit vielen kurzen Pässen zentral durch die Reihen gespielt, das kennen wir schon. Boniface weicht nach links aus, auch das sieht man wirklich sehr, sehr häufig und dann wird die linke Seite von Leverkusen überlagert. Ein Positional Play Trainer würde bei dieser Szene mit dem Kopf schütteln. 4 Spieler so nah beieinander, niemand im Zentrum, aber dafür hat man eben Überzahl auf der linken Seite. 4-3. Und wenige Sekunden später hat Wirtz eine Riesenchance aufs 2:1.
Das machen sie wirklich viel, also dieses Überlagern von einzelnen Räumen. Sie kreieren Überzahlsituationen und weil sie dann eben auch so nah beieinander stehen, können sie dieses Kurzpassspiel auch so umsetzen. Und oft machen sie das eben auf der linken Seite, weil es dazu führt, dass Frimpong, ganz rechts, isoliert wird. Und so wird der oft in Situationen gebracht, wo er viel Platz hat, zum einen und zum anderen, wenn überhaupt eine 1 gegen 1 Situation. Und das ist halt eine Situation, die ist wie für ihn gemacht. Problem für den Gegner ist dann natürlich, man kann Frimpongs Anwesenheit eigentlich nicht ignorieren, weil sonst passiert das, was Köln passiert ist. Die haben zwar in dieser Szene Überzahl in Ballnähe, aber am Ende, ihr seht, ist Frimpong ganz alleine und Grimaldo legt für Frimpong auf, weil man halt einfach niemanden mehr auf dieser Seite zur Verfügung hat. Macht man es so wie die Bayern, dann gerät man halt schnell in Unterzahl und dann läuft man Gefahr, ausgespielt zu werden. Gegen den Ball spielt Leverkusen anders als viele andere Top-Mannschaften und ist keine hochstehende Angriffspressing-Maschine. Sie spielen eher etwas zurückgezogener, in einem sogenannten Mid-Block. Heißt, sie lassen normalerweise die gegnerischen Innenverteidiger und den Torwart mit Ball machen und versuchen eher das Mittelfeld zuzustellen und Überzahl vor allem im Zentrum zu haben. Das Ganze passiert, wie ihr gerade auch schon gesehen habt, meistens in einem 4-4-2. Ist natürlich gegnerabhängig, aber dann mit Wirtz oder Hofmann neben Boniface in vorderster Linie, Frimpong auf gleicher Höhe mit den zwei Sechsern plus eben Wirtz oder Hofmann und die drei Innenverteidiger bilden plus Grimaldo eine Viererkette. Diese, ich nenne es mal Passivität, unterstreicht auch die Passes per Defensive Action Statistik. Also wie viele Pässe lassen sie im Schnitt dem Gegner, bevor sie selber eine Defensivaktion ausführen? Und da ist man nur auf Platz 13. Die Bayern auf Platz 1 gehen im Schnitt mehr als 4 Pässe früher drauf. Aber Stichwort Balance. Ich habe ja gesagt, mit und ohne Ball. Denn wenn sie den Ball verlieren, dann ist das gar nicht mehr so passiv. Ganz im Gegenteil. Gerade im Angriffsdrittel versuchen sie nach Ballverlusten mit maximaler Intensität den Ball zurückzubekommen. Und auch das lässt sich mit Zahlen belegen. Platz 1 in Gegenpressing-Intensität und das wirklich mit großem Abstand. Sehr, sehr oft ist das auch erfolgreich, kann aber auch eine Chance für Gegner sein, wie hier gegen Mainz. Weil eben mehrere Spieler, in dem Fall 4 Stück auf einmal, den Gegner attackieren, gibt es Räume, weil natürlich die Spieler ihre Position verlassen. Man hat aktuell eine gute Restabsicherung, man hat Verteidiger, die wenig Fehler machen. Das sind übrigens alle Spieler, die vor gar nicht allzu langer Zeit relativ viele Fehler gemacht haben. Aber liegt natürlich auch daran, dass man nicht so wahnsinnig hoch steht. Und was man nicht vergessen darf, ist, man hat einen Torwart mit Radetzky, der wirklich bislang eine richtig gute Saison spielt und deutlich mehr hält, als statistisch zu erwarten war. Und das ist auch einer, der vor kurzer Zeit noch sehr umstritten war. Fassen wir das Ganze wieder in 3 Punkten zusammen. Der erste, natürlich perfekte Balance. Das ist für mich das, was Leverkusen gerade besonders auszeichnet. Diese Mischung aus Aggressivität und Geduld. Wann pressen wir, wann lassen wir uns zurückfallen? Wann schalten wir schnell um, wann spielen wir geduldig? Und wenn man das Ganze jetzt noch etwas fußballphilosophischer betrachten möchte, kann man auch sagen, es ist auch ein Mix aus Positional Play und Relationism. Das sind auch zwei Themen, die wir hier in diesem Format schon behandelt haben. Zweiter Punkt ist das vertikale Kurzpassspiel. Also diese Menge an kurzen Pässen habe ich, glaube ich, seit Pep Guardiola nicht mehr in der Bundesliga gesehen. Und dazu aber auch diese Vertikalität eben durch die Mitte vor allem. Ja, da scheitern so viele Teams dran, passen immer wieder von hinten oder über hinten von einer Seite zur anderen, weil sie in der Mitte nicht durchkommen. Und bei Leverkusen sieht das aktuell spielend leicht aus. Und bei allem taktischen Lob darf man nicht vergessen, dass man wirklich hier perfekt für die Ideen des Trainers eingekauft hat. Also, wenn wir uns anschauen, Boniface, Hofmann, Grimaldo und Xhaka. Das sind 4 Neuzugänge, die direkt zu den wichtigsten Spielern in diesem System gehören. Ist wirklich beeindruckend, was Leverkusen da gerade spielt und mit welcher Leichtigkeit das geht. Und da bin ich gespannt, was passiert, wenn Gegner Antworten finden, es nicht mehr ganz so gut läuft, diese Leichtigkeit vielleicht auch ein bisschen flöten geht. Aber soweit ist es noch nicht. Und solange das so bleibt, solange Leverkusen so spielt, sind sie wirklich sehr, sehr schwierig zu stoppen. Das war's mit Wie spielt eigentlich Bayer Leverkusen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne in die Kommentare. Video liken und Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen.